2020. Ein Jahr, das wir am liebsten alle vergessen möchten und einfach nach vorne blicken nach 2021. Aber ich dachte mir, da es das Ende des Jahres ist, wäre es angemessen, noch einmal einen Blick zurückzublicken zu den besten Sachen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Ich habe das ganze Jahr über ja YouTube-Videos gemacht, verschiedenster Art. Und ich denke, es wäre cool zu sehen, was wir 2020 alles an tollen Sachen gemacht haben. Also hier sind meine Top 10 Videos oder Videoprojekte von dem Jahr 2020. Schauen wir mal, ob dieses Jahr zumindest etwas Positives hervorgebracht hat. Da haben wir auf Platz 10 zuallererst mal unseren Amerika-Urlaub. Damals, als wir noch reisen durften. Wir waren, also unsere Familie, war zusammen in Texas und Louisiana auf einem ungefähr 2 Wochen langen Roadtrip und wir haben uns verschiedenste Sachen in der Region angeschaut. Wir waren in New Orleans für 2 Nächte und haben das Nachtleben erlebt. Wir waren beim Alligatorhechtfischen und wir haben auch in Louisiana eine Alligatorentour auf einem V8-Sumpfboot gemacht. Das war eine echt coole Erfahrung, denn ich habe persönlich noch nie Alligatoren in freier Wildbahn gesehen und die Boote waren ziemlich geil. Und wenn man das dann zusammen mit einem tollen Guide verbindet, der einem coole Geschichten erzählen kann, unter anderem über Autos und dem Erlebnis, dass wir nicht nur ganz kleine, sondern riesengroße Alligatoren gesehen haben, dann würde ich sagen, hat sich das doch echt gelohnt. Außerdem waren wir noch am Texas Motor Speedway. Wir haben Freunde besucht in Texas. Aber auf dem Weg zurück von dem Alligatorhechtfischen habe ich diese alten Autos auf der Seite der Straße gesehen und dachte mir, eigentlich muss ich ein Video darüber machen. Es war ganz spontan. Auf dem Weg zurück vom Fischen wollten wir was essen und haben dieses Diner auf der Seite gesehen. Dachten uns, netter Burger, wäre vielleicht ganz cool. Und dass die alten Autos da standen, war halt noch das i-Tüpfelchen. Naja, ich hatte nur 2 Stunden Zeit, um die ganzen Aufnahmen zu machen, die ihr in dem 3-Minuten-Video vielleicht gesehen habt. Ich hoffe, das zeigt, wie viel Arbeit ich in diese Videos reinstecke. Zeitaufwand für ein Video ins Extreme zu treiben, habe ich dieses Jahr einmal gemacht. Und zwar, als ich 24 Stunden in einem Auto gesessen bin. Das war eins der wohl extremsten Videos, die ich je gemacht habe, denn aus irgendeinem Grund habe ich entschieden, ja, ich möchte das machen, was andere YouTuber auch gemacht haben, aber ich quäle mich, indem ich es an einem Februarabend mache, durch eine Februarnacht durch, in einem Auto, das nicht wirklich funktioniert hat und keine Heizung hatte. Ich weiß noch ganz genau, welcher Abend es war. Es war der 11. Februar, das war ein Dienstag, und ich weiß das noch ganz genau, weil ich im Auto über das WLAN im Haus die Vorstellung des neuen Ferrari SF1000 Formel 1 Autos angeschaut habe. Ja, ich weiß noch, wie ich in dem Auto halt abends drin gesessen bin und mir gedacht habe, wieso zur Hölle mache ich das überhaupt? Aber ich immer wieder gesagt habe, ich möchte mich an meine Grenzen bringen und genau das hat das Video gemacht. Ich war so froh, als ich nach 24 Stunden aus dem Auto ausgestiegen bin. Auch wenn ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob es nicht doch 25 Stunden gewesen sind, weil ich mir nicht mehr 100% sicher war, wann ich das Video begonnen habe. Übrigens, Fun Fact, das Bild von dem M3 GT, was ich in dem Video angefangen habe zu zeichnen, nun, das hängt immer noch jetzt im Dezember unfertig am Fenster im Büro. Und das, obwohl wir durch die Quarantäne die ganze Zeit zu Hause waren. Ich bin einfach zu faul dafür gewesen. Sollte ich vielleicht mal machen. Definitiv nicht faul war ich, als wir 2 alte 1960er Kleinwägen irgendwie transportieren mussten und deswegen ein Auto in einem Auto transportiert haben. Ich meine, ich bin wirklich um irgendwie 4.15 Uhr aufgestanden, um das Video zu starten. Und als wir dann endlich nach mehreren Stunden da angekommen sind, hatten wir wirklich nicht viel Platz, um diese Kleinwagen irgendwie in das Auto und in den Hänger zu transportieren. Und ich sage euch, selbst ein Kleinwagen mit 450 Kilo ist im Kalten, im Kies mit halbplatten Reifen ziemlich schwer zu schieben. Ich finde, das ist eins meiner Lieblingsvideos von diesem Jahr, weil es alles, was ich mit dem Kanal machen möchte, in einem Video verbindet. Es ist ein Vlog-Video mit Autos, das etwas extrem Bizarres zeigt und ich euch Sachen beibringe. Das Einzige, was ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Action, aber
Ich glaube, das Bizarre von, dass man ein Auto in einem Auto transportiert, ist schon genug. Außerdem ist extrem viel Comedy in dem Video drin. Ich hatte zuerst gedacht, dass wir auf der Fahrt zurück vielleicht ein anderes Video machen, wo wir Spiele euch zeigen, die man während der Fahrt machen kann, aber da hatten die anderen dann keine Lust dazu. Also habe ich einfach die lustigsten Sachen, die wir gesagt haben, zusammengeschnitten und ich liebe einfach dieses Video. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch definitiv an. Die Infokarte ist hier oben in der Ecke. Später im Jahr, als dann die Corona-Krise schon weit fortgefahren war, war unsere Stimmung allgemein ein bisschen down. Aber die Stimmung hob sich sehr schnell, als wir meiner Mutter eins ihrer alten Traumwagen geschenkt haben. Das war ein Peugeot 306er Cabrio und es ist eins der Traumwagen meiner Mutter, weil wir dieses Auto, oder besser zwei dieser Autos, früher schon gehabt haben. Ich erinnere mich noch, oder nicht ich erinnere mich, sondern meine Mutter erinnert sich, wie sie mich als 2-3-jährigen Kerl im Maxi-Cosi in diesem Auto eben rumkutschiert hat. Papa und ich dachten, es sei einfach eine coole Idee, wenn wir so ein Auto wieder finden und es ihr dann schenken würden. Und ich habe mich extra angestrengt, ich wollte unbedingt eine Art Geschenkschleife drüber machen und habe es auch dann gemacht. Also das Video, das ich darüber gemacht habe, ist auch eins, das ich immer wieder anschauen könnte. Und ich glaube, an der Reaktion meiner Mutter hat man gesehen, dass ihr das Geschenk auch wirklich sehr gut gefallen hat, was uns natürlich sehr freut. Das Auto hat sie natürlich immer noch, es steht, um genau zu sein, da hinten in der Garage. Und sie kann gar nicht mehr auf den nächsten Frühling warten, um das Auto wieder fahren zu dürfen. Ja, und ihr habt mir auch ein tolles Geschenk gegeben, denn als ich angefangen habe, Autos zu testen in meiner Suche nach dem perfekten Auto, dachte ich mir, es kommt vielleicht ein bisschen gut an, weil es ist ein Autotest und Autotests kommen normalerweise sehr gut an. Ich habe einfach meine Kamera geschnappt und habe ein paar interessante Sachen über meinen 147 erzählt gehabt, über Gina. Und ihr habt dieses Video zerstört mit Views. Die Autotests, die 4, die ich bisher gemacht habe, sind unter anderem die am meisten angeschauten Videos auf meinem Kanal, und zwar mit Abstand. Der 350Z-Test hat noch ein bisschen eine Aufholjagd zu erledigen, aber die anderen Autotests sind aktuell bei 4.500 Aufrufe und für so einen kleinen Kanal ist das echt ziemlich viel. Und ich glaube auch, dass viele von euch durch diese Autotests eben auf den Kanal gekommen sind, also willkommen! Diese Autotests machen mir persönlich schon sehr viel Spaß, weil ich die Möglichkeit habe, Autos zu fahren, die ich ansonsten vielleicht nicht ganz so oft fahren könnte. Ich meine, der Alpina B8 zum Beispiel, den ich gefahren habe, oder das Goggomobil aus dem anderen Video, das ich fahren durfte. Das sind Autos, von denen andere Leute nur träumen können, irgendwann mal fahren zu dürfen. Und ich durfte das sogar für ein Video. Ich habe auch definitiv vor, nächstes Jahr mehr Autotests zu machen, unter anderem, weil sie so gut ankommen. Und ich möchte mein Portfolio von Autos, die ich gefahren habe, einfach ein bisschen ausbreiten mit verschiedensten Autos, die verschiedenste Zwecke erfüllen und sie eben unter einen Hut stecken, nämlich die Suche nach dem perfekten Auto. Ich freue mich auf jeden Fall, denn es gibt ein paar Autos, wo ich schon so ein bisschen die Bestätigung habe, dass ich sie nächstes Jahr fahren darf. Also solltet ihr definitiv auf die Videos gespannt sein. Ich werde aber nicht verraten, welche es sind. Haha! Ein spezielles Auto, das dieses Jahr etwas mehr auf dem Kanal vertreten war, war Emma, mein Toyota Emma 2 aus der ersten Serie. Ich hatte ein Video gemacht letztes Jahr, als wir sie gekauft hatten und gesehen haben, dass sie einen Riesenhaufen Rost hatte, und dann kamen keine Videos mehr. Es war einfach verdammt schwierig, während der Studienzeit über das Auto Videos zu machen. Aber dieses Jahr gab es 3 Videos. Nachdem wir die Roststellen beseitigt hatten, als wir sie fertig gemacht haben, und das Video, das ich ansprechen möchte, nämlich das Fotoshooting mit dem MR2. Es ist, glaube ich, am Ende des Tages mein absolutes Lieblingsvideo von diesem Jahr, denn nicht nur, dass die Idee geil ist, 3 klassische Autos auf verschiedenen Locations profimäßig zu fotografieren und zu filmen. Ich hatte auch die Hilfe von 2 anderen sehr begabten Filmemachern, dem Felix und dem Sinan. Und 3 Leute, die wirklich was von Fotos und Videos verstehen, zusammen in einem Video und dann meiner Meinung nach auch einer meiner besten Schnittarbeiten dieses Jahres
resultierte einfach in einem 10-Minuten-Video, auf das ich so stolz war, dass das Kanalbanner immer noch ein Foto von diesem Video ist. Und das wird sich demnächst auch nicht ändern. Das ist ein Video, das ich euch definitiv ans Herz legen möchte, dass ihr es unbedingt anschaut, denn ich bin so stolz auf das Video und es ist vielleicht sogar das Video, das mir erlauben wird, meine neue Studiumsrichtung, nämlich Fotografie und Videografie, einzuschlagen. Das könnte tatsächlich mein Ticket sein, das hier professionell zu erweitern. Schauen wir mal. Ein weiteres Auto, das dieses Jahr auch viel auf dem Kanal vertreten war, war Gina, mein altes Auto, mein 147. Aus positiven und auch negativen Gründen. Ich habe einen Autotest über sie gemacht, aber die große Geschichte ist eben, dass sie Ende letzten Jahres komplett kaputt war, Motorschaden, Kapitaler und ich sie nicht fahren konnte. Dann die Wiedergeburt, wir haben ihr ein neues Herz verpflanzt und sie mit zusätzlichen Teilen ein bisschen verschönert. Ich habe es echt genossen, sie wieder zu fahren. Und dann passierte einfach dieser Unfall, wo Gina einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Und nach 4 Jahren, in denen ich das Auto gefahren habe, habe ich halt schon eine gewisse Verbindung mit dem Auto aufgebaut. Und deswegen war ich so am Boden zerstört, als ich das gehört habe. Ich vermisse sie eigentlich immer noch. Aber ich denke, 4 Jahre mit dem ersten Auto ist schon gut. Die meisten crashen ihr Auto vielleicht nach dem ersten Jahr oder so. Ich hatte eine Menge Spaß mit dem Auto. Unter anderem hatte ich eine Menge Spaß mit dem Auto am Nürburgring. Denn ich habe dieses Jahr meine ersten Runden selber drehen dürfen. Und das eben mit dem 147. Ich hatte am Anfang echt Schiss beim Nürburgring, muss ich sagen. Ich glaube, man sieht es manchmal im Gesicht von mir. Aber ich wollte eigentlich schon durchgehend mal auf der Nordschleife selber fahren, schon seit ich Auto fahren durfte. Und ich war immer am Beifahrersitz vom Papa mit dabei und habe hunderte, wenn nicht tausende Runden Nordschleife in Videospielen gespielt. Und nun, dieses Jahr war es Zeit, das Ganze selber zu erleben. Und es war eine der besten Erlebnisse, eine der besten Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und ich bin einfach auch sehr stolz darauf zu sehen, wie mein Fortschritt seit dem Anfang war. Am Anfang war ich echt unsicher, ich kannte die Bremspunkte nicht, ich kam nicht mit dem Verkehr zurecht. Und gegen Ende ging es dann schon wirklich so weit, dass mein Vater sagte, okay, das war jetzt schon 99%, du solltest nicht versuchen, noch schneller zu sein. Ich meine, der Anfänger, habe ihm, dem erfahrenen Nordschleifenfahrer, eine bessere Ideallinie durch eine Kurvenkombination gezeigt. Und ich glaube, ja, da kann ich stolz drauf sein. Tja, leider kann ich mit Gina ja jetzt nicht in der Nordschleife fahren, weil sie ja kaputt ist. Aber aus der Asche ersteigt der Phönix und ich habe mir eins meiner absoluten Lieblingsautos aller Zeiten selber als Auto besorgt. Nämlich Amelia, meine Giulietta. Ich habe die Giulietta gesehen, als sie 2010 rauskam und habe gesagt, das ist ein echt geil aussehendes Auto. Und damals war ich noch nicht mal so alpha-affin. Aber als ich dann eben die Möglichkeit hatte, ein neues Auto zu besorgen, dachte ich mir, ich mach's gescheit. Und habe mir eben dieses Auto besorgt. Und es ist einfach perfekt. Ich fahre das Auto jetzt schon seit 2,5 Monaten und ich bin durchgehend damit zufrieden. Sie hat mich nie im Stich gelassen. Sie macht super viel Spaß zum Fahren und ich plane demnächst noch viel mehr Videos mit dem Auto zu machen. Angesprochen habe ich ja schon einmal in einem vorherigen Video 5 Dinge, die ich mag und 5 Dinge, die ich nicht ganz so mag. Das wird aktuell gefilmt. Dann möchte ich ein Video darüber machen, wie ich sie so herrichte, dass ich sagen kann, das ist mein Auto. Also effektiv, wie ich halt Performance-Sticker draufklebe, um sie noch ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Dann im Frühjahr, wenn ich dann wieder gescheite Sommerreifen drauf machen kann, dann der Autotest von Amelia. Also ich glaube, wenn nicht irgendwas super Seltsames passiert, werde ich dieses Auto mindestens die nächsten 4 Jahre, wenn nicht länger, hoffe ich, durchgehend fahren. Und ihr könnt dann die nächsten 3 bis 4 bis 5, 6, wie viel auch immer Jahre
dann Videos mit dem Auto erwarten. Also ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Aber was ist denn das Beste, das Allerbeste, was ich dieses Jahr gemacht habe für ein Video? Nun, es ist etwas, was ihr noch nicht gesehen habt. Doch, ihr habt es gesehen, wenn ihr den Trailer der Mofa Challenge euch angeschaut habt. Die nächste Cheap Vehicle Challenge. Nach der 500 Euro Challenge Anfang letzten Jahres habe ich mir gedacht, es ist Zeit für eine weitere. Und diese Challenge ist lustiger, besser geschnitten. Ich habe so viel Neues ausprobiert mit diesen Videos und ich bin wirklich stolz auf das Endprodukt. Es sind viele Videos, die Anfang nächsten Jahres dann kommen werden. Ich bin schon super gespannt auf eure Reaktion, wenn die erste Episode der Mofa Challenge am 01.01.2021 um 0 Uhr Mitternacht veröffentlicht wird. Da wir sowieso alle zusammen eingesperrt sind, läuten wir doch das neue Jahr mit etwas Positivem ein. Also, damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burner auf den Like-Button. Noch ein schönes restliches Jahr 2020 und ich sehe euch nächstes Jahr mit der Mofa-Challenge. Ciao.